Herzlich willkommen zu meiner Folge gerade in Thüringen. Diese eine Folge muss ich noch machen oder würde ich machen. Ich habe mal kurz nachgezählt die Folgen und stelle fest, ja, 205. So wird der Tag wenigstens voll mit 6 Folgen und sonst habe ich gleich wieder Problem, dass ich gleich am selben Tag noch die Aufnahme machen muss. Und ich komme am Ende mit YouTube durcheinander, wenn ich immer bei 2 bringe und dadurch ist es ein bisschen sicherer, dass es keine Unterbrechung gibt. Also eine machen wir noch, die knappe 18 Minuten ungefähr, 17, 18, vielleicht 50, je nachdem, welche Umstände gerade sind. Das Feld kann man sicherlich nicht schaffen, aber das macht ja nichts, ne? Wir wollen ja Stück für Stück Musik hoffentlich ist zu hören. Ich hatte beim letzten Mal festgestellt, dass es zu laut war. Das ist manchmal auch ganz schwierig einzustellen. Heißt nicht manchmal, das ist immer schwierig, weil ich nicht aktuell das prüfen kann. Jetzt immer nach der Folge und das ist immer von Mal zu Mal wieder unterschiedlich. Ich weiß nicht, warum es so ist. Keine Ahnung. Mal auf 3 gewesen, dann war es zu laut, zu leise. Dann war es nicht zu hören, auf 10 gemacht. Dann war es auch noch nicht richtig zu hören. Höher gestellt. Irgendwann war es zu laut. Ich muss dazu sagen, dass die Aufnahmesoftware auch noch dann aktualisiert wird. Heißt, kann durchaus sein, dass es da am zusammenhängt. Aber das weiß ich nicht genau. Von daher ist es immer schwer zu erklären. So, nun könnte man natürlich sagen, machen wir das Feld Nummer 60 fertig. Und mal dazu sagen, wenn das jetzt wirklich nur noch ein paar Meter sind, dann machen wir die ein bisschen länger. Schließen das ab. Dann können wir nachher getrost Stroh einsammeln und entsprechend hochfahren. Erstmal mit Futter verdient. Oder wir werden das erstmal ins Lager bringen und von da aus im Kapitelproblem. Am besten geht. Weil so können wir es mit normalen Hänger zum Mischfutter bringen. Das ist halt interessant. Die Musik läuft, aber ob ihr es hört, schwer zu sagen. Warten schlagen wir aus, zwar im grünen Bereich, wenn sie im roten Bereich wären oder im gelben, wird es bald zu laut. So. Jetzt mal schauen. Alle voll, alle leer. Das Schwarze ist fertig gewesen. Das war abgeklopft. Lassen wir es so stehen. Jetzt werden wir uns natürlich hier naja, was zu essen machen, dann werden wir uns auf den Marsch begeben. Aber ein bisschen dauert noch ein bisschen, wir müssen ein bisschen mehr tun. So, im Grauen hin und dann schauen wir. Sind wir fertig geworden. Wo ist der andere? Achso, der Schwarze ist natürlich fertig geworden. Wir müssen bei Gelegenheit mal hin zwitschen. Könnte man nicht machen jetzt, weil wir aktuell. Der Grau ist noch nicht so weit. Aber der hat die letzte Bahn. Müssen wir den trotzdem nochmal fahren lassen. Also weiterfahren lassen, zwar um beim Roten zu unterstützen. Denn das ist ja noch ein bisschen zu viel für einen. Und die anderen stehen sich rum und gucken durch zu, das geht nicht. So, dann lassen wir den mal da geht's runter, da geht's. Lassen wir ihn nie vorne hochfahren. Dann kann der Rote den anderen Kurs nehmen. Müsste eigentlich gehen. Sollte funktionieren. Jetzt aber ein Stroh sammeln. Wenn sie dann nicht alles einsammeln, ist hier auch nicht so tragisch. Also, wenn wir genug Stroh haben, jetzt hier an Stelle geht eh kein Stroh. Wann die Version
fixe Version kommt, weiß ich nicht. Lass mich überraschen. Wenn wir kein Stroh haben, müssen wir halt irgendwann mal anderen Kuhstall uns kaufen. Wo wir auch Strom oder wo wir Mist kriegen. Aber im Grunde ist das nicht mir egal, weil wir haben nicht vor, mit Futter zu arbeiten, mit Dünger zu arbeiten und so. Könnte man aber machen, ne? Würde hier auch funktionieren. So, dann ist der durch. Aber ich sag mal, wir werden mal sehen, ob wir unsere Schulden bezahlt bekommen. Und dann müssen wir im Frühjahr sehen, wie wir Kauf kriegen, ne? Und wenn unsere Mastbullen das erste Mal kräftig zugelegt haben, ne, dann können wir die auch verkaufen. Mit heute. Ah, Entschuldigung. Wir haben den Verkehr fest. Achso, ja gut. Na, dann ist der auch fertig. Nochmal gleich anhalten. Weil er hält er an. Schnell fahren. Kann er stehen bleiben hier. Weiß nicht wieso, aber einfach eine Fußkante Strom geben und so. So, jetzt habe ich keine Einbrüche. Es könnte an der Maschine liegen. Es könnte an der Maschine liegen. Hier habe ich keine Probleme, aber ein Drescher schon. Ungünstig. Lass mal so stehen. Hier mal einen roten ranfahren. Ja. Dann geht das Jahr zu Ende. Und dann geht das voll. Neue Energie. Nächstes Jahr. Mal schauen, ob wir nichts erbringen, ne? Ich habe ja im Januar begonnen zu hochzuladen und zu spielen. Ein Let's Play für LS. Ja, und nach und nach was zugelernt, wie man was macht, wie überhaupt. Sag mal, keiner ist perfekt. Und ich lerne nach wie vor dazu. Irgendwas gibt es immer noch zu lernen. So wie Videobearbeitung und so. Mit dem Titel entsprechend geht es auf 2K. Hochladen. Mit möglichst wenig Datenvolumen. Ich hoffe, die Qualität passt nach wie vor. Mit 30 FPS. Also, wir haben jetzt gerade mal 46. Wenn ich mit 60 machen würde, müsste ich fast verlieren bei mehr laden, um die entsprechenden Volumen zu bekommen. Zumal, wenn ich 30 FPS hochlade, komme ich eh nur 16.000. Dann rechne ich das sowieso runter. Also, von daher ist das hier mengenmäßig okay. Ist es voll. Und dann müssen wir den aber schon gleich leer machen, ne? Damit das weitergeht. Warum? Wir tun mal sowas, damit wir keine Verstärkung haben. Und die haben, wenn nicht mit Absicht durchfahren. Aus. Da kann der noch sprechen. Wo ist er genau? Da bitte. Man muss Gas geben? Naja, Gas geben, naja. Vom Roten wirst du auch nicht stören. Aber spätestens zurückfahren, wenn er da stehen bleiben würde, schon. Ich finde die Methode mit Überladewagen noch zu am besten, weil bei der Größe der Felder ist das ganz gut. Mit Kurspulli abfahren würde dann Verkehrschaos führen. Bei, ich weiß nicht, bei 17 hat es besser geklappt. Ich habe hier den Eindruck, dass es nicht so geklappt. Und damit der Frucht zusammenhängt, Vermeidung der Frucht, kann es auch sein.
aber so geht's ja auch. Dass man da ein bisschen, ne, so selber abfahren. Und der Abfahrer wartet auf der Straße, gibt's keine Probleme. Ist schon okay. Mal sehen, also kriegen wir das noch fertig heute? Denk mal schon, ne? Dann haben wir vielleicht 60 auch erledigt. Wenn nicht vor Regen kommen sollte, sieht mich ganz gar nicht gut aus. Ja, das kriegen sie nicht in die Reihe, dass der das nicht mitkriegt, dass da jetzt einer steht. So wie da, das kriegen die mit, das kriegt den Verkehr fest und gut ist. Aber wenn hier jemand steht mittendrin, dann die fahren auch zu, die Notfalls über den Haufen fahren. So, jetzt fahren beide nochmal zurück und dann haben wir das abgeerntet. Wenn der 60er die Kurve kriegt, ne? Also der Schwarze und der Rote, mal auch mal gucken. Ja, das mit Lohnzahlung sehe ich auch nicht durch, da ist mir schleierhaft, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Ist mir ja irgendwann mal neue Kurzversion oder Audreif, ich weiß es nicht. Müsste ich meine ganzen Folgen durchforsten und was begonnen hat, ne? Aber das glaube ich jetzt zu viel. Siehste, dann ist das voll. Dann können wir dann gleich hier auf die 41 fahren lassen. Später. Na nicht im neuen Jahr, aber entsprechend später. Laut Rechnung, dann Sonntag. Wir schließen das Feld ab. Wie gesagt, die machen wir die beiden noch fertig. Dann sind wir auch ganz gut im Zeitraum. Jetzt wäre so fahren nicht schlecht, aber dann sind sie nicht flexibel genug, ne? Das ist halt so. Ja, morgen bearbeiten und hochladen, ne? Das kann natürlich noch dauern. Weil das Bearbeiten dauert rund 15 Minuten. Jetzt müssen wir umrechnen auf diese mögliche Menge. Nimmt zwar auch 2K auf, aber eine höhere Bitleistung, weil die Qualität würde leiden, wenn ich jetzt von vornherein mit wenig machen würde. Und irgendwie will ich ja auch mein Titelbild reinbekommen, das muss ja bearbeitet werden. So. Ist der andere auch voll? Der Graue müsste eigentlich leer sein normalerweise. Müsste eigentlich leer sein. Aber ich kann gleich mal ranfahren. Ich könnte täuschen, weil einer bin ich der Erste, der Zweite ist Pferd. Blocking, das macht gerade, das könnte Graue sein. Weil er steht. Ich muss den nochmal kommen, ne? Bis gleich. Tja, das ganze Theater in Anführungszeichen nur für die Ernte. Hier brauchen wir nicht fliegen, zum Glück. Aber nächstes Jahr beim Raps machen auch nicht. Bei Sonnenblumen schon. Na, leer oder voll? Jetzt der war leer.
Der war leer. Da war nichts drinne. Da immer gleich den schwarzen nehmen. Wenn der fertig ist. Bevor er anfängt zu wenden. Durchfahren lassen. Das ist nicht gerade die Jahre nach hinten. Jetzt kann er stehen bleiben. Ah, oh, schade. Rückwärts fahren. Na, bist du denn das verfeuert hier? Das gibt's doch gar nicht jetzt. Ja, das ist typisch. Das ist typisch. Aber gut. Wir wollen noch ein bisschen ausleeren hier. So, bleib mal stehen. Ja. Sind nicht so einfach mit den Jungs hier. So, der Hund ist auch fertig. Ja, Kette. Gut, lassen wir ihn fahren, ne? Dann bin ich ja viel werden. Das ist eh alles gelöscht, in Anführungszeichen. Und da muss ich sowieso entsprechend umdisponieren und einen anderen Acker überfahren. Die 41. Die Soja ist auch nicht reif. Ja, da sind wir. Das war der Weizenfeld, ne? Mit drei Dreschern. Das ging doch ziemlich zügig. Das hätte man nicht geklappt. Also müssen wir nicht von Feld zu Feld springen, sondern können gleich eins fertig machen. Man macht es ein bisschen leichter. Jetzt fahren wir immer noch zurück, das ist jetzt egal. Ich fahre nur zum Überfahren, ja, zum Überladen halt, ne? Und dann haben wir es mal noch geschafft. Dann haben wir noch die 12. Erden, die 41 und später das Sojafeld und Raps. Den Rest machen wir mit Mais, wenn wir nachher mit wenn Regen das machen. Und den wollte ich auch noch zumachen nach Silo, aber sehen wir, dass wir die Ernte reinbekommen. Wenn der Regen kommen sollte, können wir sofort Silo zumachen. Also ist kein Thema. Da macht das Sinn. Ich muss damit beschäftigen, ne? Wir müssen sehen, dass wir die Ernte reinbekommen, dass wir da möglichst verlustfrei arbeiten. In der reellen Wirtschaft wäre das so, dass bei Regen Teil die Qualität leiden würde. So, die Show, das soll es voll gewesen sein. Feld 60 ist fertig. Dann seid noch Schüsse und den Winkel. Ciao, ciao. Dann sehen wir uns dann bald wieder. Hoffe ich mal, ne? Morgen oder so. Seid noch Schüsse und den Winkel. Bis dann, ne? Tschüss.